sind dabei! Herzlich willkommen am Fuß von der Ruine Homburg. Bei Läufelfingen. Das liegt im Kanton Basel-Land. Diese Bank durfte ich mir nicht entgehen lassen. So geil! Aber jetzt geht's hoch zur Ruine Homburg. Wir treffen uns oben wieder. Und nochmals ein herzliches Willkommen auf der Burg Homburg, oberhalb von Läufelfingen. Sensationell! Diese Burg ist episch. Und weil sie so genial ist, habe ich mich entschieden, 3 Gorilla-Goldtaler zu verstecken. 2 irgendwo bei der Burg und 1 beim Fadenkreuz. Wenn ihr Kinder seid, dürft ihr gerne 2 mitnehmen, pro Kind natürlich. Falls du schon einen hast von den anderen Short Gorilla Trays, überlass doch den anderen noch einen. Und jetzt geht's los. Seht mal her, wie tief das nach unten geht. Ist einfach genial. Ja, da hat Basel-Land das wirklich schön instand gestellt. Auch mit diesen Verstrebungen, dass die Mauer wirklich hält. Aber jetzt geht's los, die Gorilla-Goldtaler zu verstecken. Und du kannst einen holen. Ein Versteck ist hier oben. Da schaut niemand hoch, außer du, weil du ein Gorilla-Goldgänger bist. Ich habe dir wieder einen Ballon. Der da. Mache ich wieder so rein da. Man muss den Nippel durch die Lasche ziehen. So. Wunderbar. Das ist wasserdicht. Wird das noch verknotet. Und dann kommt noch dieser Stein. Dieser Gorilla Trail Stein, der kommt oben drauf. Das liegt genau hier oben. Und du kannst ihn dir holen. Aber pass auf, dass du nicht runterfällst. Okay, und los geht's. Das erste Gorilla-Gold ist gesetzt und jetzt geht's zum zweiten. Irgendwo hier unten ist das zweite Gorilla-Gold versteckt. Schau dir das Video genau an und du kannst ihn finden, wenn du der Erste bist. Und los geht's! Und hier ist das zweite Gorilla-Gold versteckt. Viel Spaß! Was für eine Burg! Sensationell! Und jetzt geht's zum Fadenkreuz. Du musst zur Burg raus und dann kannst du mir einfach folgen. Thank you.
Und diese Nische musst du finden, denn hier ist das Short Gorilla Trail Büchlein mit der Ziffer oder ist deine Niete versteckt. Ich zeige dir, wie du das Fadenkreuz spannst, aber ganz einfach. Hier, wo der dicke Stein ist, hier musst du buddeln. Das Login-Büchlein. Der Erste bekommt das Gorilla-Gold. Das hat einen Bleistift. Log dich bitte ein. Heute ist der 1. Mai 2024. Hat da so eine Schatulle gemacht. Pass auf, du kannst dich verletzen. Immer gut zumachen. Und hier drin ist die Ziffer oder eine Niete. Das so rein. Das kommt dann auf die Seite. Muss noch ein bisschen größer machen. Schön hier rein. Die Schnur brauchst du nicht mal. Einfach hier in Ecken, dort wo der Stein ist, wenn der Stein weg ist, dann brauchst du die Schnur. Bitte den Stein wieder schön drauf. Das war schon die letzte Burg. Du kannst aber alle 6 Burgen in den Playlists hier oben rechts nachschauen. Das war's auch schon auf der Ruine Homburg oberhalb vom Leuchtelfingen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Short Gorilla Trail und verbinde die Burgen gut, damit sich ein gleichschenkliches Dreieck bildet. Bis bald, euer White Gorilla! Sind alle 6 Short Gorilla Trails hier bei YouTube hochgeladen? Kannst du je 2 Burgen auf einer Karte oder im Geoportal verbinden. Wenn sich ein gleichschenkliges Dreieck bildet, in dem ein Dorf Platz hat, dann hast du die Linien zwischen den Burgen richtig gewählt. Im Dreieck liegt ein Schweizer Dorf und 2 Bäche. Das Endspiel zu den 6 Gorilla Trails beginnt beim Dreieck, in dem sich die beiden Bäche treffen. Holst du dir das Gorilla Gold des Endspiels? Das ist der Eingang zur Burg. Falls das Short Gorilla Büchlein weg wäre beim Fadenkreuz, ist hier die Ziffer. Oder es ist eine Niete.